Webinar für dich mitnehmen. Also, da steht als erstes erfolgreicher Verkauf von IT-Security. So funktioniert es in der Praxis am besten. Es gibt so viele Systeme, die sich spitze auskennen mit der Technik, aber die eben noch nicht an dem Punkt stehen, dass sie das auch wirklich erfolgreich verkaufen. Der Kunde fragt IT-Security meistens dann nach, wenn es zu spät ist. Die Erfahrung haben wir alle schon mal gemacht. Dann stellen wir euch eine wirklich tolle Lösung vor von EngineSight. Der Max steht hier schon in den Startlöchern. Und das ist eine All-in-One-Lösung von einem deutschen Hersteller, die ich so in der Form auch noch nirgendwo anders gesehen habe. Also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und wir zeigen dir, wie man das Thema Managed Service, Managed IT Security verkauft und diese Lösung EngineSight miteinander kombiniert. Und am Ende zeigen wir dir auch, wie du 30 Tage die Software kostenlos testen kannst und auch auf unsere Erfahrungen drauf zugreifen kannst. Rede ich zu schnell oder zu wirr? Meine Mitarbeiter werfen das mal regelmäßig vor. Ich hoffe, Bild und Ton sind auch weiterhin in Ordnung. Sonst müsst ihr schreien. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem Warum zum Thema IT-Security-Geschäftsfeld. Tatsächlich ist es so, diese Badewanne-Geschichte habe ich schon manche Male erzählt. 2012 war mal das beste Geschäftsjahr aller Zeiten. Wir haben über 42 Mitarbeiter aufgebaut und wir hatten fast keine Verträge gehabt und eine extrem hohe Abhängigkeit vom Projektgeschäft. Das Unternehmen wuchs so weit, dass wir über 120.000 Euro Fixkosten hatten, damals eben schon. Und Ende 2013 war ich aber an einem Punkt angelangt, wo genau dieses Foto entstand, weil ich nämlich zu Hause war, mitten in der Woche mir eine Badewanne eingelassen habe und ich stand an dem Punkt, wo ich sage, jetzt geht's nicht mehr. Bin also voll in einen Burnout reinmarschiert. Wir hatten viele schiefgelaufene Projekte gehabt. Wir haben gute Mitarbeiter gehabt, die das Unternehmen verlassen hatten, die plötzlich gesagt haben, ich gehe woanders hin. Wir hatten den größten Verlust aller Zeiten. Über 100.000 Euro hatten wir Verlust gemacht innerhalb von 3 Monaten. Es lief wirklich alles verkehrt, obwohl ich 70 bis 80 Stunden pro Woche arbeite. Und das war dann eben dieser Burnout-Tag, wo ich dann zu Hause wirklich da niederlag. Ich frage mal ganz vorsichtig, wer von euch hat in den letzten 10 Jahren auch schon mal eine richtige Firmenkrise gehabt? So, ob ich damit ganz alleine bin, ob es euch auch mal so ging? Traut sich keiner. Ach doch, danke für eure Ehrlichkeit. Ja, und wie ich schon gesagt habe, es ist jetzt 4 Jahre her und eine Woche. Das war dann der Höhepunkt nach dieser Badewannengeschichte. Ich kam gerade nach Hause, zwar mit einem gebrochenen Fuß, wie man hier auf dem Foto noch sieht. Ich saß bei mir im Wintergarten und der Hintergrund war, ich kam gerade vom Notar zurück, weil die Telcat, eines der 40 größten IT-Systemhäuser Deutschlands, die Mehrheit an meinem System aus Exabytes übernommen hat, hat mein Unternehmen top bewertet und dafür auch einen hervorragenden Preis gezahlt. Das werde ich auch in dem Webinar in der nächsten Woche nochmal genauer erläutern. Das Unternehmen wuchs auf über 40 Mitarbeitern und ich konnte es mit nur einem halben Tag Aufwand pro Woche dann führen. Habe ich also ein Tagesgeschäft abgemacht, überflüssig gemacht. Und ganz wichtig dafür war das Thema Managed Services und natürlich auch Managed Service Konzept, wo das Thema IT Security auch eine Rolle spielt. Ihr seht hier unsere Entwicklung an Managed Service Umsätzen im Laufe dieser Jahre. Das ging dann also schlagartig immer nach oben und wir hatten zuerst gar keine Verträge mit unseren Kunden. Wir haben unendlich viel ausprobiert und unendlich viel falsch gemacht und später hatten wir dann den perfekten Schlüssel gefunden, der sich auch in zig anderen Unternehmen bewährt hat. Und wir zeigen heute mal so die wichtigsten 4 Elemente, die wir dabei rausgefunden haben zum Thema Verkauf von IT Security. Ich frage mal kurz in die Runde, wie viel Prozent eurer Unternehmenskosten deckt ihr schon durch regelmäßige Vertragseinnahmen? Einfach mal direkt in den Chat reinschreiben, wie viel Prozent eurer Kosten. Wenn ihr sagt 100%, heißt es, Chef ist bezahlt, Mitarbeiter alle bezahlt. Na, 560 finde ich ein bisschen übertrieben, aber 66, 10, 50, 20, 80. Also ihr seht, viele bewegen sich zwischen 20 und 80. Ich kenne Kollegen bei uns im Coaching, die stehen schon bei 140% oder noch drüber, also Kostendeckung aus Managed Services. Und genau das Ziel ist auch zu erreichen. Und ich will euch heute erstmal die Tricks zeigen, bevor wir auf die Software kommen, warum Kunden das Thema IT-Security nicht verstehen, jedenfalls nicht so, wie wir IT-Spezialisten es erklären. Wir kommen dann zur nächsten Umfrage. Und zwar möchte ich gerne von euch einfach nur die Zahl wissen, wie oft sagst du ja? Jetzt schreibt einfach eine Zahl zwischen 1 und 4 da rein, wie häufig du bei der nächsten Frage sagst, jo, genau so ist es. Also erst am Ende bitte, erst wenn ich alle 4 Fragen gestellt habe. Sagt ihr einmal ja, kommt eine 1 rein, sagt ihr 4-mal ja, kommt eine 4 rein. Also erstens, die meisten meiner Kunden sprechen mich auf IT-Security an, wenn es schon zu spät ist. Ja?
So, wenn du sagst, jo, das ist so, dann zählst du mal einmal mit. Die zweite Frage ist, die Kunden finden IT-Security-Lösungen meistens zu teuer. Erst sagen sie, wir wollen mehr Sicherheit haben, aber es ist ihnen eigentlich viel zu teuer. Dritter Punkt, ich bin als Chef der Einzige bei uns, der überhaupt anspruchsvolle IT-Security-Lösungen verkauft. Und vierter Punkt, wir haben kein stufenweise aufeinander abgestimmtes IT-Security-Konzept, das für alle Kunden passt, sondern wir finden mal irgendwelche Einzellösungen. Also schau mal rein, von 1 bis 4, wie häufig sagst du ja? So, und wir sehen 2, 3, 4, 4, 4. Ich denke, wir einigen uns mal auf den Schnitt auf 3. Und ihr seht, das Problem haben wir alle. Das goldene Gesetz im Verkauf will ich gleich mal vorwegsetzen. Keine Präsentation ohne Bedarf. Und das ist ein Fehler, den viele IT-Kollegen immer machen. Die zeigen immer etwas, wo der Kunde noch überhaupt nicht weiß, dass er es braucht. Und ihr selber kennt das, wenn ihr irgendwas aufgequatscht bekommen sollt, wo ihr selber den Bedarf überhaupt nicht erkennt. Deshalb zeigt dem Kunden doch niemals etwas, wo er noch nicht weiß, dass er es braucht. Und das Zweite, was ganz häufig in Sachen IT-Security passiert, aber auch bei allen anderen IT-Themen, Fachidiot schlägt Kunde tot. Ja? Wie häufig ist es so, dass der Kunde eigentlich schon alle Fragen beantwortet bekommen hat, aber der IT-Spezialist war mit seinem Fachwissen noch nicht fertig? Wie häufig werden die Kunden mit irgendwelchen Begriffen zugeschmissen, die zwar für dich im Tagesgeschäft total verständlich sind, die der Kunde aber so gar nicht versteht? Und ich zeige euch mal eine Umfrage, die wir mal gemacht haben unter Kunden im Systemhausumfeld, also nicht Systemhäuser, sondern die Kunden von euch. Und wir haben die Kunden einfach mal gefragt, wie viele der hier genannten 10 Begriffe kennen Sie und können Sie erklären? Ich möchte von euch mal gleich wissen, was denkt ihr, was die Kunden gesagt haben. Also, wir sind zum Geschäftsführer eines typischen Unternehmens gegangen, 30 verschiedene Unternehmen, 30 verschiedene Kunden, haben gefragt, also, kennen Sie diese Begriffe? Patch Management, IT Monitoring, Intrusion Detection, Intrusion Prevention, Managed Firewall, Penetration Tests, Zero Day Exploit, Managed Online Backup, Awareness Schulung, ITSM. So, schreibt mir mal eine Zahl rein, auf wie viele dieser Fragen habt ihr dann vom Kunden Zahlen bekommen? Schreibt mir rein. 1 bis 2, 2 bis 3, 0, 2, 4 finde ich schon sehr optimistisch. Tatsächlich waren es 1,7 bekannte Begriffe im Durchschnitt. Die Frage ist, warum reden wir dann immer wieder mit unseren Kunden über diese Begriffe? Und das wäre genauso, wenn ein Autoverkäufer auf euch zukommt und sagt, das ist Ihr Auto und ich erkläre Ihnen jetzt einfach mal alle Airbags. Ja, wie häufig ist euch das schon passiert, dass ihr ein Auto kaufen wolltet und der Kunde und euch als Kunden würde dann das Thema so präsentiert werden, ich erkläre Ihnen jetzt mal alle Airbags. Ein Kunde wird eine mögliche Bedrohung durch die IT nie verstehen. Durch schwache IT-Security wird er nie verstehen, solange diese Bedrohung für ihn eine rein abstrakte Bedrohung ist. So, der Kunde braucht Bilder. Der Kunde braucht Bilder, die in ihm etwas auslösen. Und ich mache es jetzt mal beispielhaft. Ich könnte das Thema Sicherheit im Auto so erklären. Oder ich könnte das Thema Sicherheit so erklären, wo ich sage, das war das Familienauto am 11.12. auf der Autobahn. Und so sah diese Familie am 15.02. aus, als es fotografiert, weil das Fahrzeug nämlich rundherum mit super tollen Airbags ausgestattet war. Und der Kunde braucht Bilder, die ihm etwas auslösen. Deshalb zeigen wir euch jetzt unsere 4 bewährten Methoden, um IT-Security als Managed Service zu verkaufen.